Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute beschäftigen wir uns nochmal mit dem Thema Chemie in Minecraft. Und zwar gibt es ja noch die Knicklichter. Die wollen wir natürlich auch noch bauen. Aber zuallererst vergiss nicht, deine Minecraft-Edition vom Starten auf die Chemie-Edition umzustellen. Ja, wenn du es nicht tust, ja, dann gibt es diese schönen Knicklichter nicht. Und wenn wir es gemacht haben, würde ich sagen, fangen wir gleich einmal an. Gehen wir zum Start wie immer erstmal einmal einen Verbindungswerkzeuger an. Da holen wir uns ganz einfach jetzt zweimal Wasserstoff und passend dazu gibt es dann noch zweimal Sauerstoff. Dadurch erhalten wir ganz einfach hier Wasserstoffperoxid, mach dir so viel wie du möchtest, eins brauchen wir aber Minimum. Das nächste Element werden wir auch wieder in unser Verbindungswerkzeuger erzeugen, da holen wir uns ganz einfach wieder zweimal Sauerstoff zur Hand. Jetzt machen wir mal dreimal Stickstoff, weiter geht's mit siebenmal Wasserstoff. Und unser viertes Element wäre 8-mal Kohlenstoff. Dadurch erhalten wir Luminol. Bei diesem Luminol kannst du dir so viel machen, wie du möchtest. Eins brauchen wir aber auch hier wieder Minimum. So, unser letztes Element werden wir uns ganz einfach aus 10-mal Kohlenstoff und 20-mal Wasserstoff craften. Und das wäre jetzt hier Polyethylen. Und davon brauchen wir jede Menge. Ja, und was meine ich mit jeder Menge? Ja, das schauen wir uns jetzt ganz einfach mal an. Also wir haben unser Wasserstoffperoxid, Luminol und unser Polyethylen. Dabei gehen wir jetzt wieder einfach an eine Werkbank einmal ran. Du siehst ja ganz gut, ich habe mir hier schon ein paar Farben rausgeholt. Zwei davon gehen leider nicht, um, sage ich mal, unsere Knicklichter zu färben. Da haben wir einmal schwarz und hellgrau, die einzigen Farben, in denen wir das jetzt nicht machen können. Aber trotzdem bleiben am Ende noch 14 Farben übrig. So, dann wollen wir gleich mal anfangen. Schnapp dir deinen Wasserstoff, den platzieren wir hier oben einmal in der Mitte. Danach nehmen wir unser Luminol, das platzieren wir einmal unten. Und unser Polyethylen, das wollen wir uns ja an den Seiten einmal verteilen. Hier so schick auf beiden Seiten. Jetzt können wir natürlich gucken, wie gesagt, 14 Farben habe ich gesagt. Das heißt, jetzt muss ich hier so überall mir 14 einmal reinmachen. Na gut, jetzt habe ich gerade nicht so viel dabei. Ich mache jetzt einfach mal so, dass ich hier knapp überall 10 habe. So, dann können wir jetzt einfach mal uns einen Farbstoff nehmen, den hier in die Mitte platzieren. Und dadurch erhalten wir schon unser Knicklicht. Und daraus kannst du jetzt hier ja selbst bestimmen, welche Farbe du halt hier nehmen möchtest, um jetzt hier deine Knicklichter zu machen. Ich mache mir jetzt hier einfach mal eine Handvoll. Ja, wie gesagt, das könnt ihr, wie gesagt, jetzt hier mit jeder Farbe machen, die ihr wollt, außer schwarz und hellgrau. Aber trotzdem haben wir ja hier genug. Tja, und dann kannst du die Knicklichter auch gleich auch immer ausprobieren. Das heißt, wir nehmen die hier, schütteln die ein bisschen und zack, sind sie an. Man sieht nicht wirklich hier einen großen Unterschied, wenn es jetzt hier noch Tag ist. Ich schütte hier nochmal einmal hier davor. Also einen kleinen Unterschied sieht man. Man sieht ja auch in der Leiste unten, ne, die sind ja auch, haben ja, sage ich mal, so ein Ablaufdatum. Ne? Also wenn die lang genug geleuchtet haben, sind die auch irgendwann mal aus. Ich bin jetzt wieder einmal rausgegangen, da wollen wir es nochmal ausprobieren. Also einmal schütteln und zack, im Dunkeln sieht man schon, dass es doch dann zum Leuchten anfängt. Ja. Geben aber an sich ja keine Lichtquelle ab. Also sie sind halt einfach nur so in der Hand hell, dass man die erkennen kann. Können wir hier nochmal gucken. Also jetzt mal so blaues, zack. Und leuchtet hier so ein bisschen. Könnte man ja auch fast so als Lichtschwert so ein bisschen verkaufen. Wir sind wieder am Ende des Videos angelangt. Jetzt haben wir unsere Knicklichter. Die Farbwahl ist ja groß genug, dass wir uns da noch ein bisschen austoben können. Wenn dir das Video natürlich gefallen hat, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Bleibst du immer auf dem laufenden Stand und verpasst kein einziges Video mehr. Schau noch gerne bei uns oben in die Infobox einmal rein. Da habe ich dir noch ein bisschen was zusammengestellt zum Thema Chemie, wenn da noch was ist. Andernfalls war es das wieder für heute. Wir hören oder sehen uns wieder zur nächsten Folge wieder. Bleib gesund, haut's rein und ciao. Thank you.